Drücke eine beliebige Taste, ich bin gemeint. Und damit willkommen zu einem neuen Projekt. Das bin ich, der Typ, der sich immer kurz umdreht und die Heizung runterdreht und merkt, dass das Spiel ein bisschen laut ist. Bloodstained Ritual of the Night. Was mehr oder weniger, storytechnisch nicht, haben eine Fortsetzung, eine Wiederauferstehung von, Spielen ist wie Castlevania, speziell Dawn of Sorrow und Area of Sorrow, beziehungsweise andersrum. Ein Spiel, was ich auf der DS unglaublich gesuchtet habe. Und was ich jetzt auch weiterspiele. Mir ist aufgefallen. Wir machen das mal ein bisschen. Hier, eine schöne Treppe. Ja. Okay. Und ich hoffe einfach, das passt so. Desktop nehme ich mit auf, warum auch immer. Passt, Spiel beginnen. Ich habe schon ein bisschen angefangen und habe schon über eine Stunde gespielt. Ich wollte nur mal reinsehen, aber wir fangen natürlich neu an. Kann ich das löschen? Weg. Ups. Ich bin natürlich der Tomboy. Wie mache ich? Terminas. Terminas. Ich bin nass und Termi. Terminuklear designed. Ja, bitte. Ich kann nicht mal auf schwer spielen. Das ist aber okay. Weil tatsächlich hat mich der erste Boss fast kaputt gemacht. Ich musste Tränke benutzen. Das war traurig. Werde ich jetzt vielleicht wieder machen müssen. Und jetzt kommt, glaube ich, erstmal Story-Zeug. Bitte gib uns Story-Zeug, mein Kind. Manchmal sind die Texte komisch, so als ob sie nicht passen. Ich spiele die Switch-Version. Deswegen weiß ich nicht, ob das muss, ob das soll oder ob das komisch übertragen wurde. The Industrial Revolution ushered in a new era that threatened to transform the values of men. No longer would spirituality be their compass. But not all welcomed the change. In 1783, just as the fires of the Lackey eruption had plunged all of Europe into an ashen darkness, a horde of demons spilled from the shadows and fell upon city after English city. It was a message. The Alchemy Guild, fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders, humans transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the shard binders, and in doing so, threw the gates of the world open to innocents died. And though the church succeeded in vanquishing the Hell's End, a steep price had already been paid and collected. As for the shard binders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. However, two survived. Jeebel, the boy for whom by some miracle the rite did not prove fatal. A girl who spared the ride altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. 10 years have passed. Mankind too soon forgets tragedy. The demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Upon learning Jeebel is the architect of this new, bloodstained ritual, Miriam and the alchemist Johannes set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lancing towards the inevitable. Der gute Hannes, der kommt mit. Das finde ich ja nett. Das war auch eine klare Nachricht, dass irgendwer die Engländer nicht mag. Viele englische Dörfer. In ganz Europa. In ganz Europa wurden viele englische Dörfer angegriffen. Das ist wichtig. Hallo. Johannes, are you certain it was? It
it was Jeeves doing, Miriam. No mistake. It's so hard to believe. I wouldn't even be alive if not for him. He's a good soul. I know. I know how you feel. But the facts are apparent. And the hell he endured 10 years ago would break the best of souls. Miriam, I want you to know that I'm sorry. What my brothers subjected you to, there's no forgiving it. It was their transgression, not yours. You always took care of us. Obviously, not enough. Well, let it go, Johannes. We need to focus on the task ahead. If Jibul is responsible for the summoning, then I have to stop him. I gave him my word. I ought to do it. He was my best friend. But I'm the only one who can. The Shard experiments prepared me for combat. 10 whole years. What put me in that sleep? Vielleicht dann. Hallo? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler beim letzten Mal nicht da war. Ich habe auch was übersprungen aus Versehen gerade. Mann, upsie. Spell that stopped time for you was advanced, arcane. But by observing the ebb of the magic's hold on you, I was able to predict exactly when you would wake up. Oh. We'll make landfall soon. You should get ready. I had the chest there packed with essential equipment. Now would be a good time to put it on. Ich darf mich bewegen! So, wie in guten Castlevanias kann man Lampen kaputt machen. Oh, 5 Gold. Richtig geil. Das ist nicht die Truhe, Diamant. Truhe. Messer und Kung-Fu-Schuhe. Davon ziehe ich mir jetzt welche an. Wir haben verschiedene Waffen und viele verschiedene Waffenarten. Was man schon links überall sehen kann. Beziehungsweise da unten. Schuhe Angriff 8, Dolche Angriff 8. Dolche sind so eine Stoß-Stichwaffe. Und Schuhe sind eben mehr oder weniger stumpfer Schlagtritt in dem Fall. Steuerst du fern, hast du so entwickelt worden, dass die Bewegung nicht einschränken. Jetzt nehme ich mal an. Gut, you're prepared. The next order of business is to... Das Schiff kaputt zu machen und angegriffen zu werden, ich weiß schon. I'll take care of it. Zwischen Dolch und Schuhe ist jetzt kein großer Unterschied, wie ich das gesehen habe. Oh oh. Sehe ich sogar, dass ich die Schuhe anhab? Scherbe! Eine kristallisierte Art Dämonenmacht. Normale Menschen können damit nicht umgehen. Aber wir sind ja nicht normal, wir sind tätowiert. Das ist die Aussage. Beschwörungsscherbe, drücke X, um die Magie zielgerichtet auszulösen. Verbraucht MP. Hier mit blauer Blatscher, das ist ein springender Ball aus Wasser auf Feinde. Nein. I'd forgotten the way it felt. Like uninvited claws scraping across my bones. Klingt vielversprechend und toll. The demon's power was transmuted into that shard, which forcibly bonded to the crystal embedded in your body. The strength you gain from it is undeniable, but eventually the crystal will devour you. I thought the procedure you discovered halted the corruption. It did, but that doesn't guarantee you'll be safe if you start absorbing shards in massive quantities. I know my body's limits better than anyone. And I'm going to need all the power I can get. And if I run into trouble, you can help me. You've done it before. You'll do it again. Thanks for giving me a choice in the matter. Well, I won't let you down. Not if I can help it. Just promise you won't push yourself. Da schreit wieder wer. Mal nicht schreien. Bye bye! Ja, der Kerl, kommen wir mal zum Besuch. Wir sind hier reingekommen. Wie sind denn die anderen? Wie ist denn der reingekommen wohl? Der Erste. Then they can help me wake up these muscles of mine. I'll wipe the deck with them. Ich finde dies ein bisschen ruhig und entspannt mit der ganzen Geschichte, dass sie auf ein Abenteuer geht, indem sie diese Dämonenscherben sammelt, die sich wohl nicht so ganz gut anfühlen. Ich will übrigens nicht die Schuhe benutzen. Kann ich nicht? Ups, nein. Nee, kann ich nicht, okay. Es gibt so spezielle Tricks, die man aber wohl erst lernen muss.
von denen ich schon weiß, dass die gehen, auch für die ich sowieso zu dumm bin. Also pass auf, nochmal. Das ist sehr stark an Castlevania Area of Sorrow und Dawn of Sorrow angelehnt. Zum Beispiel, zumindest das Spielprinzip, nicht die Story. Dass wir eben Seelen oder in dem Fall Scherben von Monstern aufnehmen können, um dann deren Attacken zu kopieren. Die Galeone Minerva. Zum Beispiel kann ich jetzt diese Wasserbälle schießen, wenn mal ein Gegner kommen würde. Peng! Dann sind sie kaputt. Mana, wenn du Kerzen zerstörst, hast du eine Mana-Rose. Das ist eine magische Rose, die etwas MP zurückgibt. Das ist ganz nett. Außerdem füllt sich MP von selber auf. Langsam. Was, glaube ich, in Castlevania nicht so war. Deswegen, hä? Wie viel Maximal-MP habe ich? Weil darauf habe ich das letzte Mal nicht geachtet. Ich glaube gerade 78, wie es aussieht. Trank, sehr gut. This device responds to magic. Maybe I just need to hold my hand up to it. Das tun wir natürlich gerne. Das Blubberblasen, Arschloch. So. Ich habe übrigens schon, wie man auf der Karte sieht, einen Raum übersehen, aber da komme ich nicht hin, weil ich so hoch nicht springen kann. So, die haben so 20 Leben. Vorhin musste ich auch viermal gegentreten. Und von dem habe ich das letzte Mal gleiche Seele bekommen. Ich will wissen, ob das geskriptet ist. Oder nicht. Schade. Weil dessen Seele war ziemlich gut. Scherbe, Scherbe. Wir sind nicht in Castlevania. Oh. Der himmelblauer Platsch habe ich jetzt zwei. Mehr Scherben der gleichen Art machen den Angriff stärker. Manchmal verändern die den ein bisschen. Auf jeden Fall war es ein Castlevania so. Was ich halt hart gesuchtet habe. Level up. Das möchte ich gern wissen. Ich habe weit mehr als 78. Finde ich gut. Kann ich mehr Magie spammen. Bauernkleid. Ich glaube, spezielle Kleider sieht man nicht, dass ich sie anziehe. Aber Schuhe und so schon. Zum Beispiel jetzt habe ich wieder die Stiefel an. Nein. Wenn ich diese Kung-Fu-Schuhe anziehe, dann habe ich die gelben Dinger an. Interessant. Ich will trotzdem das Messer. Auch wenn ich glaube, die Kung-Fu-Schuhe sind von der Reichweite aus besser. Aber die werden nur dreckig, wenn ich die ganze Zeit Dämonen verhaue. Ich hätte jetzt aber gerne von diesem geilen Vogelfiech. Von dieser Fast-Harpie. Komm mal runter. Nee, keine Scherbe. Pfui, bäh. Kriege ich nicht. Magie! Magie! Von dem habe ich auch nichts bekommen, leider. So, wir suchen uns jetzt ein bisschen Scheiß zusammen, was alles noch nicht so gut ist, aber etwas ist meistens besser als nichts. Außerdem hätte ich gerne die Ausrüstung soweit zusammen gegen den Boss, weil der tut weh. Und ich war nicht perfekt darin auszuweichen. Wo ging es denn weiter? Ich glaube sogar hier. Tunika, die glaube ich schlechter ist, weil wir ein Secret gefunden haben. Richtig. Kann ich zurück? Ich glaube, hier ging es weiter. Hier können wir auch jetzt einen Trick sehen. Nee, noch nicht. Okay, das war's noch nicht. Durch meine Studien habe ich von der Existenz der folgenden Attribute erfahren. Schnittattribut, Stoßattribut, was unser Dolch hat. Schlagattribut, was unsere Schuhe hatten. Feuer, Eis, Donner, Licht, Dunkelheit, Giftfluchstein. Was interessant ist, Giftfluchstein ist kein Attribut. Das ist nur Giftfluchstein. Es wird oft nicht... Boy, kann ich mal ganz kurz gucken... Es wurde früher immer nicht gesagt, welches Monster welche Schwäche hat. Pelagisch am Meer flüchtet manchmal das Meer fest im Land, um das Land zu schikanieren. Kann ich sehen? Ah ja! Er widersteht Eis, war das Eis und Stein, aber Donner macht ihm Hard Hour. Oder das Wasserattribut, weiß ich schon nicht mehr. Hab ich vergessen. Bin nicht so gut. Aber interessant, man kann also nachforschen, welcher Dämon welche Schwächen hat. Ist mir aber ziemlich egal. Pam, 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 pam. Du, 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 du. Immer schön die Lampen kaputt machen. Gut als Castlevania. Vielleicht finden wir auch eine Wand, wo ein Schinken drin ist. Ein Hühnchen. Ein Trank. Sind wir so schneller, wenn ich das spamme? Weiß ich gar nicht. Sieht ein bisschen so aus. Ich will runter. Ich habe tatsächlich vergessen, wo es weitergeht. Aber ich will alles erkunden.
Deswegen ist das egal. Ich nehme nicht allen Scheiß, allen Scheiß. Und am besten noch irgendwelche coolen Seelen. Weil der Wasserball ist okay. Aber die andere Attacke war besser. Aua! Ich glaube, von dem kriegen wir gescriptet einen. Hör auf. Woo! Richtung Scherbel, ziel mit Rrrr und drücke an. Zum Aktivieren, du wirst die Magie in die Richtung, in die du zielst. Verbraucht MP. Logischerweise ist ja Magie. Flammenkanone! Jetzt kann ich wieder mit meiner Hand zielen. Ungefähr dahin. Und dann RT drücken. Dann ist die Wand auf. Das ist ganz nett. Weil es ist immer ganz schwer. Der Wasserball fliegt halt vor mich und hüpft so rum. Den Feuerball kann ich tatsächlich ziehen. Aber fliegt nicht so weit. Ich gehe mal davon aus, ich krieg noch bessere Magie, die ich zielen kann. Hallo? Wollen Sie bitte? Gut. Dich kann ich verhauen. Ich kann auch irgendwie nach unten stechen in der Luft, so ein bisschen angewinkelt. Weiß auch nicht ganz, ob das so viel bringt. Mag ich nicht. Könnte ich bitte das kaputt machen? Vielen Dank. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber so wie es aussieht schon, weil ich recht weit laufe gerade. Dann wieder Freunde. Ich habe jetzt halt echt nicht die Seele, die ich so gerne hatte beim letzten Mal. Ups, warte mal. Peng. Okay, die mögen kein Wasser. Was recht angenehm ist, weil das heißt, ich kann die hier richtig hart kaputt machen. Dann ist eine Truhe. Das ist ein ganz schön großes Schiff. Bloß blöd, dass sich das mit Wasser füllt. Galionskarte. Kann ich zoomen? Okay, ja. Da die Räume oben links, die kann ich nicht betreten, weil das Netz nicht so ist. Was heißt, geht's? Das zeigt, wo ich bin. Nee, ich kann da markieren. Okay. Position zentrieren. Okay, Spielereien, die es auf alten Castlevania-Karten nicht gab. Vielleicht ganz nett. Weiß ich auch nicht. Habe ich das gerade einfach abgewehrt? Upa. Ich hau dich. Jetzt habe ich schon drei davon. Okay. Vielleicht wird auch die Magie, die ich dafür brauche, weniger. Oder mehr, aber dafür halt auch gut stärker, der Angriff. Kann alles sein, ich hatte tatsächlich nur eine Säge von dem beim letzten Mal. Kurzschwert! Endlich eine vernünftigere Waffe. So, Angriff 12. Damit kann ich noch leben. Pam, 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 pam. Brauche ich immer noch zwei Schläge für, aber ich bin ein bisschen stärker. Wir kriegen hier gleich mal relativ viele verschiedene Waffen auf dem Schiff. Um die alle mal auszuprobieren. Ich gehe mal alle durch. Für den Boss weiß ich aber schon, was ich nehme. Übrigens, eleganter Luftritt. Mache einen Roundhouse-Kick, indem du denselben Befehl wiederholst. Das ist relativ schwer mit dem Stick. Ich probiere das nochmal aus. Den habe ich noch einmal gebraucht, weil ich was verkackt habe und nochmal in Höhe gewinnen musste. Ja, das ist... Nee. Ich krieg das nicht hin. Da muss man halt diesen scheiß Befehl... Da war er. Und den kann man mehrfach machen, aber ich krieg das nie hin. Bin ich zu dumm für. Zu viel Gicht in den Fingern. Viel zu viel Gicht. Speichern! Danke. Ich glaube, ein bisschen machen wir noch. Ich glaube, die Folge mache ich auch wieder so ein bisschen 25 Minuten, dass man irgendwas macht. Weil es wird oft vorkommen, dass ich in dem Schloss wahrscheinlich rumrenne, wo ich gerade mal angefangen habe reinzugehen in der Stunde, die ich gespielt habe. Weil ich noch Nebenmission gemacht habe. Darum komme ich später nochmal raus. Pow! Ausgefranster Schal nehme ich natürlich. Der ist natürlich besser als ein guter Schal. Weil der gibt GST, was ich nicht weiß, was es heißt. Ich glaube, das war magische Verteidigung. Ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich das gelesen, aber ich habe es vergessen. Könnt ihr noch kommen? Ja, war das denn?
Okay, die two-hitte ich jetzt. Ach du Scheiße, nee, ich mag dich nicht. Angriff! Okay, das steht einfach und tut mir weh. Ah ja. Hier komme ich auch nicht hoch, weil ich nicht irgendwie einen Doppelsprung habe. Und hier würde ich selbst mit dem Roundhouse-Kick nicht hochkommen, weil ich kriege ja die Höhe nicht. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Seele, die uns springen, fliegen oder irgendwas machen lässt. Ich will mich wieder in eine Fledermaus verwandeln, bitte. Mit wieder meine ich. Fuck you. Scheiß Geist. Oh. Komm her. Mein Gott, du bist echt ärgerlich. Man kriegt nicht mal die Seele davon. Scherbe. Ich merke mir das irgendwann. Brauchst du die Baumwolle? Hey. Warum nicht auch mal Magie einsetzen? Du. So, lass mal sehen. Ich glaube, ich... Hey Freund, du bist ganz schön hässlich. Oh cool, Double Kill. Wie kriege ich jetzt? Ist nicht der Wasserball jetzt? Nö, okay. Aber auch langsam. Zuckende Gliedmasse. Später können wir diese ganze Scheiße in irgendwas machen. Habe ich den Sinn dahinter noch nicht ganz verstanden? Aber das seht ihr dann warum. Das ist übrigens die Waffe, mit der ich den Boss machen werde. Das war auch in Castlevania meine Lieblingswaffenart. Weil hier so einen schönen Radius hat, wo man einfach trifft. Auch über sich. Was manchmal gar nicht so unwichtig ist. Tut. Weil hier irgendwas um die 18 Leben hat. Nee, 2x8 killt. Also irgendwas um die 16 Leben müssen die haben. Nicht mehr auf jeden Fall. Aber mehr als 12. Oh ja. Wasserball! Wasserball! Okay, der Wasserball ist stärker als das, was ich beim letzten Mal hatte. Aber nur, weil ich jetzt 3 von denen schon habe. Shortcut zurück. Ja, stimmt. Hier war einfach... Drecksau. Peng. Hier können wir gleich speichern. Hier haben wir noch ein Haarband. Das ziehen wir natürlich hübsch an. Wo gehört das hin? Hier. Und das sehen wir jetzt nämlich auch. Jetzt haben wir die Hörner an. Jetzt haben wir das Haarband an. Ich glaube, das sehen wir sogar hier. Relativ dezent. Aber man sieht's. Das finde ich toll. TM-Kugeln. Und eine geile Muskete. Wenn ich damit... Ich versuche mal damit den Rest des Schiffs zu machen. Kannst du auch bessere Kugeln ausrüsten? Mache ich mal nicht, weil ich bin geizig. Wenn ich die Wahl habe, was Schlechteres zu nehmen, nehme ich das Schlechtere. Ist nicht super gut. Ist halt eine Fernkampfwaffe. Aber du kriegst die relativ früh. Eigentlich. Genau. Das kann man auf der Karte sehen, wenn man durchgeht. Maximale irgendwas ab, hab nicht gelesen. Ich kann nämlich nicht lesen. Und Geld. Okay, die haben genau 16 Leben. 4! Himmelblaue Blatsche haben wir jetzt schon. Finde ich gut. Die müssen mehr als 15 haben. Nicht mehr als 16. Also haben sie 16 Leben, die Viecher. Weil vorhin habe ich die mit 2 Achter Schaden kaputt gemacht. Ich dachte, hier ist ein Speicher. Da oben ist ein Speicherraum. Da bin ich nicht reingegangen. Dann würde ich sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Discord-Link in der Beschreibung. Diese Folgen ersetzen jetzt wahrscheinlich Turmoil, was jetzt fertig sein sollte. Da habe ich voll Bock drauf. Castlevania auf DS, Dawn of Sorrow, habe ich zu 100% durchgespielt. Jede Seele 9-mal geholt. Stimmt, ja, das stimmt, leckt mich am Arsch. Das war ganz schlimm. Was eigentlich nicht hat Spaß gemacht. Außer die Boss-Seelen. Weil Boss-Seelen kriegst du nur einmal pro Durchlauf. Die habe ich nicht 9-mal geholt. Egal! Wie gesagt, das Link in der Beschreibung. Kommt dran. Wann immer wir streamen, wird da am ehesten gesagt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye! Oh, wie schön ich rumsitze.